Ja, ich bin Chantal Pierre-Saint-Jean. Ich bin Schriftstellerin und Literaturaktivistin und Mitgründerin von LitKit. Ja, ich bin Jasmina El-Bomraoui. Ich bin freischaffende Illustratorin und Künstlerin und auch Mitbegründerin von LitKit. LitKit ist Teil des Vereins Book e.V. Das ist die Gemeinschaft von BIPOC-Buchschaffenden in der Kinder- und Jugendliteratur und fokussiert sich als Teilprojekt auf die Vernetzung und Förderung von queeren BIPOC-Buchschaffenden. Genau, uns ist vor allem auch wichtig, bei der Umsetzung des Projekts, bei der Umsetzung des Netzwerks, gerade auch diese Vereinzelung aufzubrechen, also dass queere BIPOC sich vernetzen können und auch Fortbildungsmöglichkeiten erhalten, Mentoring erhalten, um auch ihre Perspektiven und ihre Geschichten fördern zu können. Intersektionalität schenkt mir als Konzept vor allem Sprache. Intersektionalität schenkt mir Worte für mein Sein, aber auch für das Sein vieler anderer innerhalb und außerhalb meiner Communities. In dem Sinne gefällt mir oder ich mag an Intersektionalität vor allem, dass es diejenigen zentriert und diejenigen in den Mittelpunkt stellt, deren Erfahrungen und deren Perspektiven oftmals negiert werden. Also denen oft vermittelt wird, dass ihre Erfahrungen zu singulär sind, zu marginal, einfach nicht von Bedeutung. Und in diesem neuen Zentrieren, in diesem neuen Mittelpunkt steckt für mich sehr viel Kraft und sehr viel Empowerment. Also einfach auch all jene wahrzunehmen, die vielleicht an Kreuzungen stehen, an denen andere vorbeifahren. Also Kreuzungen im Sinne von Intersections, Kreuzungen, die einfach nicht so oft wahrgenommen werden. Und das ist für mich auch so eine große Stärke von Intersektionalität als Lebens- und Arbeitsgrundlage. Einfach, dass sie uns nicht gleich macht. Dass sie uns auffordert und ermutigt, die Unterschiede wahrzunehmen und auch zu schauen, wie wir mit diesen Unterschieden eine Community bilden können. Also nicht trotz der Unterschiede, sondern diese Unterschiede mitzubedenken, diese Unterschiede mit wahrzunehmen und einfach eine Community zu gründen oder Communities, in denen Raum ist für mehr. Also für mehr Identitäten, für mehr Verortungen, für mehr ein Mehr an Biografien, an Sprachen und an Erfahrungen. Intersektionalität bedeutet für mich, andere Menschen in ihrer Ganzheit wahrzunehmen, weil ich denke, dass wir natürlich alle unterschiedlich sind, aber wir sind vor allem alle auch sehr vielschichtig. Und diese Vielschichtigkeit wahrzunehmen und anzuerkennen, ist für mich ein wichtiger Teil von Intersektionalität. Intersektional handeln bedeutet für mich, nicht alles wissen zu können, aber trotzdem bereit zu sein, zu lernen und zuzuhören. Und es bedeutet für mich auch, sich gegenseitig zu supporten und nicht nur auf eigenen Erfahrungen basiert Entscheidungen zu treffen, sondern uns als Ganzheitliches zu sehen und zu sehen, dass wir alle unterschiedliche an unterschiedlichen Stellen stehen und unterschiedliche Probleme und Herangehensweisen an bestimmte Themen haben, einfach basierend auf anderen Realitäten, die wir alle leben. Und ich denke, Intersektionalität bedeutet, zu versuchen, so viel wie möglich, so viele dieser Realitäten wie möglich zu sehen, diese mit einzubeziehen in die Arbeit und sich aktiv gegenseitig zu supporten. Intersektionalität stelle ich mir immer ein bisschen vor, wie dass wir alle ein bisschen wie Bücher sind, mit vielen Seiten. Und einige Seiten werden geschrieben, bevor man sich begegnet. Und andere Seiten wiederum werden gefüllt, während einer Begegnung und wieder andere Seiten, andere Kapitel werden erst geschrieben, nachdem man sich bereits getroffen hat. Und diese Vielzahl an Seiten formt unsere Identität und unsere Geschichte. Und mir persönlich ist es wichtig, um es jetzt mal sehr verbildlich zu sprechen, dass man nicht nur den Klappentext eines Buches liest oder quer liest oder sogar Seiten rausreißt, weil man sie vielleicht einfach nicht versteht, sondern dass man auch bei unbekannten Kapiteln Platz in sich schafft, diese zu verstehen und nachzuvollziehen. Und zweitens, immer wieder als Illustrierende, aber auch für mich als schreibende Person, immer wieder aufgefallen, gerade wenn wir in die Kinder- und Jugendbuchbranche gucken und schauen, was gibt es überhaupt für queere Narrative, dann sind die überwiegend oder fast ausschließlich aus weißen Perspektiven. Das heißt, wir haben Regenbogenfamilien, dann sind die in der Regel weiß. Wir haben queeres Begehren bei der Jugendliteratur, dann ist das auch in der Regel einfach aus einer weißen Perspektive geschrieben. Und wenn, gibt es People of Color halt wieder als Nebenfiguren, als Sidekicks und ähnliches.
Und das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, wer schreibt die Bücher, wer illustriert die Bücher, wer lektoriert sie. Und das ist halt immer noch nach wie vor, sind das weiße Perspektiven. Und da ist für uns, und das ist natürlich auch immer wieder dieses, die Aufgabe, diese Kreuzung zu sehen und halt auch zu sehen, das Thema ist ja immer wieder auch zu sehen, wo sind queere Menschen of Color und wo sind die auch in der Kinder- und Jugendliteratur. Und da war für uns einfach der Wunsch, die einfach viel stärker wahrnehmbar zu machen. Weil wenn ich mit Verlagen spreche, wenn ich da im Gespräch bin, dann kommt es ja oft so die Rückmeldung, wir kennen einfach keine. Wen sollen wir da anfragen? Wer könnte da mitmachen? Die gibt's nicht, weil wir kennen sie nicht. Und da ist unser Wunsch auch als Netzwerk zu sagen, hey, wir sind hier, uns gibt's. Und da ist so eine Bandbreite auch an Erfahrung und Positionierung. Ich kann auch nicht für alle queeren Menschen of Color sprechen. Ich kann aus meiner Perspektive schreiben. Aber auch zu sehen, wen gibt's da überhaupt? Und wie vielfältig sind wir? Und da auch diese Ausrede wegzunehmen, es gibt uns nicht. Also, ja. Du hast alles gesagt.